Überfliegen Sie heute Nacht die umkämpften Himmel Europas mit Hitlers mächtiger Luftwaffe. Im Zweiten Weltkrieg war der U-88-Schnellbomber mit nichts vergleichbar. Tödlich und schnell brachte diese universelle Offensivwaffe den Nazi-Truppen unzählige Siege und tragische Niederlagen. Fliegen Sie heute Nacht mit der Elite des Dritten Reichs auf den Flügeln der Luftwaffe. Während der Kämpfe des Zweiten Weltkriegs wurde für gewöhnlich von Mensch und Maschine das Unmögliche erwartet. Von den Flugzeugen der Luftwaffe, die am Konflikt beteiligt waren, war keine Maschine so anpassungsfähig und ausdauernd wie die U-88 von Junker. Im Einklang mit der Besatzung wurde die Maschine zu verschiedenen Missionen geschickt und bewies dabei ihre Zuverlässigkeit. Die U-88 war ursprünglich als Hochgeschwindigkeitsbomber vorgesehen, wurde dann aber in vielen Missionen als Kampfflieger eingesetzt. Ohne Frage war sie im Zweiten Weltkrieg das vielseitigste Flugzeug der Luftwaffe. Der Prototyp dieser robusten Maschine stieg am 21. Dezember 1936 zum ersten Mal auf. Sie wurde vielen Veränderungen unterzogen und kämpfte verbissen bis zum Ende des Krieges. Im Gegensatz zu den anderen Flugzeugen und Raketen der Luftwaffe lag das Geheimnis des Erfolges der U-88 in ihrer vielseitigen Flugzeugzelle. Das Flugzeug wurde während des Krieges mehrfach umgebaut. Das Grundgerüst blieb unverändert. Es war keine Überraschung, dass die U-88, die den Alliierten in die Hände fielen, sehr sorgfältig untersucht wurden. Amerikanische Untersuchungsbeamte, die das Modell A6 der U-88 überprüften, waren von der Vielseitigkeit dieser Maschine begeistert. Diese Vielseitigkeit wurde von den Flugzeugbauern der Air Force nie erreicht. Die amerikanischen Geheimdienste versuchten, möglichst viele Informationen über dieses Flugzeug in Erfahrung zu bringen. Die Piloten testeten vor allem die Belastbarkeit des Fliegers. Dabei konzentrierten sie sich auf das Fahrwerk und die Sturzflugeigenschaften. General Carl Spatz befehligte die amerikanischen Luftoperationen in Europa und die 8. Luftflotte der Amerikaner. Er war sehr an Informationen über die deutschen Flugzeuge interessiert. Ironischerweise wurde die Metallkonstruktion des Flugzeugs von amerikanischen Spezialisten entwickelt, die vor dem Krieg für Junker gearbeitet hatten. Spatz war an allen Bereichen der deutschen Luftfahrttechnologie interessiert. Er hatte das Gefühl, dass sie den Alliierten um Jahre voraus waren. Mit widerwilligem Respekt nahm Spatz oft persönlich an der Auswertung der erbeuteten deutschen Maschinen teil. Nach einigen Vorsichtsmaßnahmen bestiegen die Amerikaner die U-88 durch eine Bodenluke. Diese war Teil der unteren Geschützkanzel. Diese badewannenähnliche Konstruktion wurde auch in den fliegenden Festungen, den B-17, eingesetzt. Allerdings war sie nicht so beständig. Die U-88 nutzte verschiedene Motoren. Die Befestigungspunkte waren so variabel angebracht, dass der gleiche Flieger mit zwei verschiedenen Motoren bestückt werden konnte. Die neueren Modelle wurden mit JUMO-Motoren ausgestattet. Durch die kreisrunde Form konnte man denken, dass es Sternmotoren wären, aber tatsächlich waren es Reihenmotoren mit einem vorne angebrachten Strahler. Ein anderer Vorteil der U-88 war ihr verstärktes Fahrwerk, das wie ein Stoßdämpfer bei den Erschütterungen der Landungen reagierte und es dem Flugzeug ermöglichte, auch die holprigsten Pisten ihrer Mission zu befahren. Diese zwei kleinen Dinge waren mitverantwortlich für den Erfolg der U-88 an den deutschen Fronten. Die U-88 war ursprünglich
als Schnellbomber geplant. Ein Flugzeug, das schneller fliegen sollte als die feindlichen Jäger, die versuchten es abzuschießen. Das war ein Szenario, das die deutschen Militärstrategen zwischen den Kriegen sehr oft durchgegangen waren. Die Dominanz des Dritten Reichs und Hitlers Ernennung zum Reichskanzler ermöglichte es den deutschen Militärstrategen, endlich die Ideen umzusetzen, nach denen Hitler so sehr verlangte. Lange vor der Ju-88 hatten die Luftwaffenplaner das Schnellbomber-Konzept umgesetzt. Das zeigte schon ein frühes Junker-Modell, die Ju-86. Die Ju-86 war ein zweimotoriger Bomber, der schnell war und eine gute Feuerkraft besaß. Sie war Vorgängerin der Ju-88. Die tiefer gelegte Geschützkanzel und das zweite Geschütz im oberen Rumpf fielen auf. Die Bewaffnung war alles nur nicht zerstörerisch. Aber in einer Zeit, in der die Abfangjäger aus langsamen Doppeldeckern bestanden, war die Schnelligkeit der Ju-86 als Verteidigung ausreichend. Ju-86 hatte verschiedene Triebwerke und es zahlte sich aus, dass Junker schon früh angefangen hatte, verschiedene Triebwerke zu bauen. Diese Philosophie beschränkte sich nicht nur auf die Gerätschaften der Maschine. Dieses Flugzeug übernahm unzählige Aufgaben. Sie war vielleicht nicht der fortschrittlichste Bomber, allerdings wurde die Ju-86 später in vielen Ländern zum Passagierflugzeug umgebaut. Als Hitler 6000 Luftwaffenangestellte in den spanischen Bürgerkrieg schickte, um Franco zu helfen, war auch die Ju-86 mit von der Partie. Wegen Veränderungen konnte das Flugzeug noch höher steigen. Man kannte es als P-Modell und es hatte einen druckdichten Besatzungsbereich. Mit den 950 PS starken Motoren konnte es in Höhen von unglaublichen 13.000 Metern steigen. Das P-Modell machte Aufklärungsflüge über England, der Sowjetunion und Nordafrika sehr hoch und sehr schnell. Während der ersten Hälfte des Zweiten Weltkriegs war kein alliierter Flieger in der Lage, es zu bekämpfen. Als in Europa der Krieg ausbrach, hatte die Ju-86 als konventioneller Bomber ausgedient. Diese Rolle fiel ab 1939 stabileren Flugzeugen wie der Heinkel 111 zu. Die Heinkel 111 war eine Entwicklung, die schon 1934 begonnen hatte. Sie flog über Spanien und Polen, als die deutschen Truppen einfielen. Dabei spielte sie eine entscheidende Rolle. Die Heinkel 111 war nur ein Horizontalbomber. Und obwohl sie schneller als die Ju-86 war, hatte sie zu wenig Bewaffnung und musste mit Begleitschutz fliegen, um ihre tödliche Ladung abzuliefern. Ein anderes Flugzeug, das sich die Bombermissionen mit der HE-111 teilte, war die Dornier Do-17. Sie war noch vielseitiger und sah einem Passagierflugzeug ähnlich. Die Do-17 war stabil gebaut und auf ihren schweren Flügeln konnten unterschiedliche Motoren befestigt werden. Ihr schmaler Rumpf verschaffte ihr den Spitznamen Fliegender Stift. Die Mannschaft war im Nasenbereich untergebracht, was später von der Ju-88 übernommen wurde. Die Planer der Luftwaffe erkannten schnell die Vorzüge der Dornier und ihre Erfolge beeinflussten das spätere Modell der Junker. Die Do-17 war als konventioneller Bomber sehr effizient. Hoch über ihren Zielen warf die Do-17 ihre Bomben mit tödlicher Zielsicherheit ab.
Dank der vielen Verstrebungen, die der Do-17 ein stabiles Fahrwerk verliehen, konnten die Piloten der Luftwaffe ihre Bomber auch anders einsetzen. So wurde es schon oft während der Kämpfe in Europa gemacht, als Sturzkampfflugzeug. Um der Dornier den Sturzflug zu ermöglichen, wurde hinten am Flugzeug eine Bremse angebracht. Sie verlangsamte die Sturzfluggeschwindigkeit, während sich der Flieger auf sein Ziel stürzte. Die Do-17 erteilte den Befehlshabenden der Luftwaffe eine Lektion. Flugzeuge, die für nur eine Aufgabe entwickelt wurden, konnten mit geringem Aufwand eine völlig neue Rolle spielen und dabei sehr effektiv sein. Die U-88 war möglicherweise die klassische Verwirklichung dieser Philosophie. Das war sehr weitsichtig, obwohl es in gewisser Weise auch kurzsichtig war. Sie übersahen den viermotorigen Bomber, die Flieger, den die Briten und Amerikaner einsetzten, um gegen das Reich vorzugehen. Zu Beginn des Krieges wurde bald ersichtlich, dass die Alliierten mit ihrer Technik weit hinterherhinkten. Die Briten setzten veraltete Maschinen wie die Handley Page Hampton gegen die Luftwaffe ein. Sie war ein mit zwei Sternmotoren angetriebener Flieger und wurde Mitte der 30er Jahre entwickelt. Sie führte die ersten Bombenangriffe gegen Deutschland aus. Die Hampton war, in den Anfangstagen des Krieges, mit der Handley Page Hereford das Rückgrat der britischen Bombermissionen. Ein anderes Flugzeug war die Armstrong Whitworth Whitley. Beide Flieger zeigten, wie schlecht die königliche Luftwaffe ausgerüstet war, um 1939 Langstreckenbombardements auszuführen. Britanniens leuchtender Stern war Vickers Wellington. Die einzigartige Konstruktion verlieh dem Rumpf enorme Festigkeit. Eine Gitterkonstruktion aus Stoff brachte dem Bomber den Ruf ein, die Besatzung auch bei stärksten Beschädigungen nach Hause zu bringen. Die Bristol Blenheim war kleiner als die Wellington. Sie wurde in den 30er Jahren entwickelt. Für die damalige Zeit war sie sehr schnell. Allerdings konnte sie nur kleine Bombenladungen aufnehmen. Während der Krieg weiterging, bekamen die Hamptons, Blenheims und Wellingtons Unterstützung von amerikanischen Flugzeugen wie dieser Martin Baltimore. Dieser mittelschwere Bomber war, im Gegensatz zum Modell der RAF, eine Hilfe, Hitlers Luftwaffe entgegenzutreten und den Krieg zu den Deutschen zu bringen. Schon bald hatten die Amerikaner zwei mittelgroße Bomber und begannen, die Luftwaffe zu dezimieren. Der erste Bomber war die nordamerikanische B-25. Endlich hatten die Alliierten einen Bomber, der es mit den Deutschen aufnehmen konnte. Die B-25 wurde Mitchell genannt und im Pazifik, Nordafrika und Europa eingesetzt. Dabei wurde sie als konventioneller Bomber und auch als Jagdflieger eingesetzt. Sie war mit einem tödlichen Arsenal an Maschinengewehren und Bomben bestückt. Die MGs wurden in der Nase befestigt. Der nächste mittelschwere Bomber der Amerikaner war die B-26 Marauder, ein schnelles Flugzeug, das allerdings schwer zu steuern war. Schwer bewaffnet, um sich gegen angreifende Jäger zu verteidigen, war die Marauder robust und verlässlich, aber erst, wenn sich die Besatzung mit den Flugeigenschaften des hochentwickelten Fliegers vertraut gemacht hatte. Trotz allem waren die mittelschweren Bomber der Alliierten bei weitem nicht so vielseitig wie die deutschen Gegner. Sie waren nur besser bewaffnet als die deutschen Flugzeuge. Dafür wurde Geschwindigkeit für Feuerkraft geopfert. Die deutschen Flugzeuge hatten meistens nur den Vorteil der Geschwindigkeit. Speed. Eine schnelle Maschine benötigte nicht viele Waffen. Während der Krieg fortgesetzt wurde, bekamen die Alliierten schnellere Maschinen und die Piloten der Luftwaffe mussten den Preis dafür zahlen.
Ende 1939 flogen die ersten U-88 ununterbrochen zur Front. Diese Aufnahmen zeigen die Besatzung einer U-88 während der Vorbereitungen zu einer Bombermission. Die 7,92 mm MG-15 Maschinengewehre wurden von der Firma Rheinmetall Borsig hergestellt. Sie stellten die meisten Waffen des Dritten Reichs her. Oftmals waren sie einfach im Design und der Herstellung. Trotzdem waren sie gut gebaut und ein Symbol für die Tradition deutscher Technik. Die Gewehre waren leicht, einfach zu benutzen und konnten mit wenig Aufwand eingebaut werden. Jedes Teil wurde mit einem Spannschloss am Rumpf montiert. Es war eine praktische Einrichtung. Wenn die Maschinengewehre zum Einsatz kamen, hatten die alliierten Flieger kaum eine Chance. Lederbeutel wurden verwendet, um die Patronenhülsen aufzubewahren. So konnten sie wiederverwendet werden und rollten nicht über den Boden des Flugzeugs, wobei sie eventuell andere Teile beschädigt hätten. Das Gewehr wurde gesichert, um die Tätigkeiten im Cockpit nicht zu behindern. Die Bewaffnung wurde flexibler gestaltet. Der Pilot konnte das Maschinengewehr von seinem Sitz aus betätigen. Der Bordschütze hatte eine vorgesehene Position, von der aus er das Gewehr bediente. Man konnte es unterschiedlich einsetzen, aber auch die Ergebnisse waren unterschiedlich. Einige Flugzeuge wurden mit MG-15 ausgestattet. Dazu gehörten eine Schulterstütze und ein Dreifuß. Wenn man es abbaute, konnte man das Gewehr auch als leichtes Maschinengewehr einsetzen. In den meisten Fällen waren abgeschossene Besatzungen der Meinung, dass es ein unverzichtbares Zubehör sei. Es ermöglichte abgestürzten Besatzungen, sich hinter feindlichen Linien zu verteidigen. Um die Unterseite des Bombers zu schützen, wurde eine Geschützkanzel installiert. Man konnte nach unten und hinten schießen und sehen. Der Schütze war in Rufweite seiner Kameraden. Der Gedanke, dass 3-4 Männer bei ihm waren, gab ihm Selbstvertrauen. Es war ein Gefühl, das viele alliierte Bomberbesatzungen nicht kannten. Isoliert und alleine in ihren Geschützkanzeln um den Rumpf herum waren Schusswechsel in über 6000 Metern Höhe eine grausame Erfahrung für britische und amerikanische Schützen. Der Nachteil dieser Position war auch, dass die Besatzungsmitglieder im Notfall über alles trampelten, was im Weg war. Für viele bedeutete es, zusammen zu kämpfen und zu sterben. Die MG-15 feuerten 1000 Schuss in der Minute und wurden von einer Doppeltrommel-Einrichtung versorgt. Die Patronen wurden wechselweise erst von einer Trommel und dann von der anderen in den Lauf befördert. Da jede der Trommeln nur 75 Schuss hatte, wurden viele Magazine in Reichweite gelegt, um beim Schusswechsel im Höllentempo gewechselt zu werden. Trotz dieser zusätzlichen Gewehre hatten die U-88 weniger Feuerkraft als eine einzige Geschützkanzel eines alliierten Bombers. Die deutschen Bomber wurden, wie auch die Alliierten, hauptsächlich als Sturzkampfbomber eingesetzt. Trotzdem war die U-88 eine Maschine, die in der ganzen Zeit ihre Besatzungen und ihre tödlichen Ladungen auf den Weg und wieder nach Hause brachte. Werner Seitz, ein U-88-Pilot, berichtet. But it's a bomber, yeah. It's not a fighter.
Ich glaube, die U-88 war zu dieser Zeit einer der besten Bomber. Aber sie war ein Bomber, ja, und kein Jäger. Nun, die Bewaffnung war mehr oder weniger moralische Unterstützung. Wenn der Bordschütze feuerte, bekam man ein gutes Gefühl. Es wurde Druck abgebaut, der sich die ganze Zeit aufgestaut hatte. Man hatte das Gefühl, beschützt zu werden, aber es machte keine Freude, ein angreifendes Flugzeug zu bekämpfen. Wir waren froh, von den Jägern wegzukommen. Das Geschütz vorne störte uns, also entfernten wir es. Der Navigator hatte, wenn es wichtig wurde, mehr Platz. Wurden wir angegriffen, versuchten wir, den Jäger mit fliegerischen Mitteln abzuschütteln. Wir kurften, verloren an Höhe, gewannen an Höhe. Es war eine Art moralischer Unterstützung, wenn man die Geschütze hörte. Man hörte nicht die Geschütze des angreifenden Jägers. Das Einzige, was man bemerkte, waren die Kugeln. Leuchtspurgeschosse flogen an uns vorbei. Und wir hofften, dass alles gut geht und wir irgendwie wegkommen. Wir entfernten die Geschütze. Wir wussten, was gut für uns war. Wir flogen die Maschinen, also änderten wir alles selber. Wir fragten nicht nach Erlaubnis. Wir machten es einfach. Was wir noch getan haben, war, die Bremsen, die den Flieger beim Sturzflug abbremsen sollten, zu entfernen. In einer Situation, in der man versucht, schneller als der andere zu sein, ist jedes Mittel recht. Also bauten wir sie aus. In case when you try to be a little faster, every little bit helps. So we took even those out. Die Fliegerbesatzungen waren vertraut mit ihren Flugzeugen und konnten Verbesserungen selbst vornehmen. Sie wussten, was unter Kampfbedingungen nötig war. Zu Beginn des Krieges fuhren Konvois über den Atlantik. Sie waren die britische Nabelschnur. Für die herumstreifenden deutschen U-Boote waren sie leichte Beute. Die Sunderland-Flugboote sollten zur Abschreckung dienen. Allerdings waren sie, wegen ihrer geringen Geschwindigkeit, nur reife Früchte, die von den U-88-Aufklärungspatrouillen vom Himmel geholt wurden. Weit weg von den Küsten wurden die Sunderlands unter Beschuss genommen. Sie mussten erst sich selbst verteidigen und dann darauf hoffen, dass Jäger zu Hilfe kommen. Zu dieser Zeit wurde oft darüber diskutiert, ob große Bomber in der Lage wären, sich selbst zu verteidigen. Drei U-88, die beweglicher und schneller als die Sunderlands waren, wurden von den Flugbooten in Schach gehalten, indem diese aus allen Rohren schossen. Die Feuerkraft der Sunderland war hervorragend und brachte ihr einen wohlverdienten Spitznamen ein, das Stachelschwein. Trotzdem war das Einzige, das sie gegen die U-88 ausrichten konnten, sie in Schach zu halten, bis Hilfe eintraf. Dieser Vorfall zeigt, wie vielseitig die U-88 war. Diesmal wurde sie als Bomber eingesetzt und übernahm die Rolle eines Langstreckenjägers. Aber als sie auf die britische Bristol Bowfighter traf, ein Flugzeug, das für solche Situationen entwickelt worden war, geriet die U-88 ins Hintertreffen. Schließlich war die Vielseitigkeit der U-88, auch wenn sie genial war, hinderlich. Hinderlich deshalb, weil früher oder später Flugzeuge gebaut wurden, die für diese Fälle entwickelt worden waren. Es war nie ein gleichwertiger Kampf. Während der Schlacht um England hatten die Besatzungen der U-88 größere Überlebenschancen
als die Besatzungen der HE-111 und Do-17. Die U-88 war schneller und hatte bessere Sturzflugeigenschaften. Die Bewaffnung war allerdings nicht ausreichend, vor allem, wenn sie ohne Geleitschutz flog. Die Verluste waren enorm. Die Schlacht um England ging als Rückschlag der Luftwaffe in die Geschichte ein. Die Angriffsbemühungen wurden zum ersten Mal abgewehrt. Göring erhielt eine Lektion über unversuchte Taktiken und dafür bezahlte er einen hohen Preis. Trotzdem wurde die U-88 immer wieder eingesetzt. Im Sommer 1940 zerstörte sie mit anderen Flugzeugen der Luftwaffe die Flugplätze in Südengland und setzte die königliche Luftwaffe außer Gefecht. Hitler und Göring beschlossen plötzlich, die Taktik zu ändern. Es wurden Angriffe auf englische Städte geflogen. Das verschaffte der RAF eine kleine Ruhepause vor den Attacken der Luftwaffe. Über England bestätigten die U-88 ihre Entwickler. Das lag aber eher an den Männern, die sie in die Schlacht flogen. Für viele dieser Besatzungen wurde die U-88 zur Todesfalle. Werner Seitz erinnert sich. Ich wollte unbedingt Jagdflieger werden, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, bekam ich den Auftrag, Horizontal- und Sturzkampfbomber zu fliegen. Das bedeutete Stukas wie die U-87, U-88 und später die U-188 zu fliegen. Ich wurde ausgebildet und erinnere mich an eine Sache. Ich unterhielt mich mit meinem Ausbilder und er sagte zu mir, es tut mir leid für dich, dass du die U-88 fliegen musst. Ich fragte ihn, warum? Bist du der Meinung, dass der Flieger so schlecht ist? Wir nannten sie fliegender Sarg. Jeder hatte seine eigene Meinung. Ich stellte später fest, wie gut die Maschine war und genoss es, mit der zweimotorigen U-88 zu fliegen. Die verglaste Nase war nicht in jeder U-88 vorhanden. Es wurden Jäger und ein mit Radar ausgestatteter Nachtjäger entwickelt. Während sie über dem Nachthimmel Deutschlands kreisten, wurde die Radartechnologie der Firma Liechtenstein als sehr wichtig eingestuft. Das führte dazu, dass Hitler, als ein U-88-Nachtjäger, der aus Versehen in der Schweiz gelandet war und beschlagnahmt wurde, sofort anordnete, die Besatzung bei ihrer Rückkehr zu erschießen. Weit weg vom Himmel über England flog die U-88 auch Einsätze im Mittelmeerraum. Britische Konvois belieferten die belagerte 8. Armee in Nordafrika. Diese wurde ständig von den U-88 angegriffen. Die Kontrolle über diese Gewässer war lebenswichtig. In der Tat war das der Grund, dass es der Luftwaffe nie gelang, die Niederlage des Afrikanischen Korps zu verhindern. Der Eckpfeiler des britischen Erfolgs im Mittelmeerraum war die Insel Malta. Dieses kleine Land widersetzte sich bis zum Frühjahr 1942 den ständigen Angriffen der Luftwaffe. Als die tapferen Verteidiger ihre Niederlage schließlich akzeptierten, begann die Luftwaffe, sich auf die britischen Konvois zu konzentrieren. Während der Angriffe auf die Insel waren die Verwüstungen der U-88 verheerend. Das deutsche Flugzeug war für den Verlust vieler alliierter Schiffe verantwortlich. Trotzdem überstand der kleine Außenposten irgendwie. Einer der Gründe war die Zivilbevölkerung, die den furchtbaren Bedingungen in ihrer Heimat trotz Bombardierungen und Versorgungsengpässen sehr lange trotzte.
People who endured dreadful conditions from the bombing and the shortages that followed, rather than leave their homes. Während des Krieges wurde die U-88 für die verschiedensten Aufgaben immer wieder umgebaut. Einige Basismodelle wurden erweitert, andere wurden komplett umgebaut, wie die U-188. Die U-188 hatte ein verbessertes Cockpit. Einige Versionen hatten eine druckdichte Kabine, um in den höchsten Höhen Aufklärungsflüge durchführen zu können. Die Besatzungen, die Aufklärungsflüge ausführten, waren wichtig für die Wehrmacht. Allerdings wurden sie nie so berühmt wie die Jagdflieger. Die Flugzeuge waren meist unbewaffnet und in niedrigen Flughöhen sahen sie sich ungeschützt, feindlichen Jägern gegenüber. In der Flughöhe von manchmal 13.000 Metern war der Feind die kalte Luft. Einige U-88 wurden umgebaut und als T-Serie bekannt. Während der Krieg andauerte, gelangten die U-188 und die U-288 auf die Zeichenbretter. Spionage in Form von Luftaufnahmen spielte auf beiden Seiten eine wichtige Rolle. Görings Luftwaffe gab nach der U-86 drei neue Flugzeuge in Auftrag. Die Wichtigkeit der Luftspionage für die deutschen Strategen wird von den verschiedenen Maschinen dokumentiert, die für diese Aufgaben gebaut wurden. Es wurden über 1.900 Aufklärungs-U-88 gebaut und das in einer Zeit, in der die Hersteller den Auftrag hatten, nur Bomber und Jäger zu bauen. Zur Aufklärungsarbeit der Luftwaffe gehörte nicht nur das Auskundschaften der feindlichen Stellungen und Bewegungen, es gehörte auch die Auswertung der Effektivität und Folgen nach Angriffen der Deutschen auf die feindlichen Stellungen dazu. Erfolg und Misserfolg beeinflussten die folgenden Missionen. In der Wüste Nordafrikas verschob sich die Frontlinie ständig. Die Briten forderten Rommels nordafrikanisches Korps zu einem Kräftemessen heraus. Der Ausgang war unvorhersehbar. Der Kriegsverlauf sollte von Bodentruppen entschieden werden, und doch spielten die Luftstreitkräfte eine entscheidende Rolle. Während die Flugzeuge Aufklärungsflüge und Bombermissionen absolvierten, wurde ihnen alles abverlangt. Mit wenig Unterstützung und schlechten Sichtverhältnissen war das Fahrwerk der U-88 die Achillesferse. Am Anfang kaum bewaffnet, war die Unterseite der Schwachpunkt des Flugzeugs. Die Besatzung war im vorderen Bereich des Cockpits untergebracht. In den alliierten Flugzeugen, den B-25 und B-26, wurden die Verteidigungseinrichtungen auf der ganzen Länge des Rumpfs verteilt, inklusive einer Bordschützenkanzel im hinteren Teil. In der U-88 waren alle im vorderen Bereich untergebracht. Ich als Navigator saß auf der rechten Seite. Für meine Kursberechnungen stand mir nur ein kleiner Bereich zur Verfügung. Ich hatte keinen Tisch, also musste alles vorher erledigt werden. Die Karten lagen zu meiner Rechten, mein Maschinengewehr war vor mir. Um das Maschinengewehr zu erreichen, legte ich mich auf den einziehbaren Boden. Unter dem Boden war die Zielvorrichtung der Bomben. Wenn wir keine Bomben abwarfen, legte ich mich auf den Boden und war bei meinem Maschinengewehr. Ich konnte dort schlafen, das tat ich auch. Der Funk war gut, er war genau vor mir. In der U-88 konnte man sich mit jedem unterhalten. Da störte auch kein Fluglärm. Das Funkgerät war immer in Reichweite.
Die Russen beschossen uns natürlich mit ihrer Flak, aber man ignorierte das, ja. Man musste es ignorieren. Nur so konnte es funktionieren. Man durfte sich nicht ablenken lassen. Man musste die Bomben abwerfen und alles andere ausschalten. Nachtjäger waren damals keine große Gefahr, aber man hielt Ausschau nach ihnen. Nachts sieht man nichts. Schlimmstenfalls wird man beschossen. At night you don't see anything except when the fire comes up. Dröhnend flogen sie durch die Nacht über feindlichem Gebiet. Jedes Besatzungsmitglied der Luftwaffe war seinen Gedanken und Ängsten vor der langen Reise zu den russischen Zielen und wieder zurück selbst überlassen. Hier bewährte sich der Gedanke der Entwickler, dass die Besatzungsmitglieder in Rufweite sein sollten, um sich nicht allein zu fühlen. Während die Nachtflüge der Luftwaffe zu unterschiedlichen Ergebnissen führten, waren die Angriffe auf die Sowjetunion am Tag ein großer Erfolg. Wieder wurde die Ju-88 eingesetzt. Es gab viele sowjetische Flugfelder. Sie waren weit verstreut. Es konnten nur 3 Ju-88 für jedes Flugfeld eingesetzt werden. Und doch erfüllten sie ihren Auftrag. Endlich bekam die Sowjetunion ihre Rache. Nach jedem Winter wurden die Lebensbedingungen der Luftwaffenmitglieder rauer und unerträglicher. Die Ju-88 wurde für die Aufklärung gebaut, aber nichts hätte sie für die grausamen Bedingungen der Ostfront vorbereiten können. Ende 1944 verbrannte das Dritte Reich im Feuersturm, den es selbst entzündet hatte. Es kam zu Rückzügen an allen Fronten und schon bald wurden die Flugfelder der Luftwaffe in Deutschland verwüstet. Seit die Ju-88 in Auftrag gegeben worden war, hatten fast 15.000 Stück die Hallen verlassen. Über die Hälfte wurden als Bomber eingesetzt und etwa 4.000 flogen als Jäger, um das Reich zu schützen. Nicht weniger als 7 deutsche Flughersteller beteiligten sich an der Herstellung der Flugzeuge. Trotz der großen Anzahl fielen nur wenige Ju-88 in die Hände der Alliierten. Ein oder zwei Stück wurden nach Amerika gebracht. Dort wurden sie gründlich untersucht. Die Ausstattung des Cockpits, die Geschützverteilung und der Mannschaftsbereich. Die amerikanischen Flugzeugbauer mussten umdenken. Nach den Untersuchungen wurde eine gemischte Besatzung zusammengestellt, die am eigenen Leib erfahren sollte, wo die Unterschiede zwischen den Flugzeugen liegen. Die amerikanischen Piloten sprachen sich für die Ju-88 und gegen ihre eigenen mittelschweren Bomber aus. Ihre Begründung war, dass die Ju-88 ein gutes Flugzeug und nicht zu schwierig zu fliegen war, wie sie es erst angenommen hatten. In vielerlei Hinsicht ähnelte die Ju-88 den mehrmotorigen britischen Jägern dieser Zeit. Diese Ju-88 ist einzigartig. Sie wurde im Juni 1943 hergestellt und von der Luftwaffe nach Rumänien gebracht. Aber in weniger als einem Monat machte ein rumänischer Pilot einen Fehler und landete mit ihr auf dem von Briten besetzten Zypern. Die RAF brachte das Flugzeug schnellstens nach Kairo. Von dort aus wurde sie auf die Patterson Air Force Base in den USA gebracht. Selten wurde ein unbeschädigtes deutsches Flugzeug nach Amerika gebracht. Während des Krieges hatten die alliierten Piloten eine Menge über die Ju-88 gelernt. Die verglaste Nase war eine Einladung für die feindlichen Jäger, um sie anzugreifen. Nur die Jägerversion der Ju-88 mit ihren schweren Geschützen in einer normalen Nase schreckte die Feinde ab. Die deutschen Piloten kamen auf die Idee, die Nase zu bemalen. Sie sollte wie eine Glasnase aussehen. Diese Täuschung kostete viele alliierte Piloten das Leben. Das ist nur ein Beispiel, wie einfach Änderungen vorgenommen werden können.
Ein Farbeimer, ein wenig Illusion und schon wird ein tödlicher Effekt erzielt, der erfolgreicher ist als jede technische Erfindung. Eine schnell zusammengestellte Luftflotte von über 100 U-88 stieg am 3. März 1945 nochmal auf, um sich den alliierten Angriffen zu stellen. Sie flogen in den schwer beschützten britischen Luftraum ein und überraschten die Piloten der RAF. Im pechschwarzen Himmel Englands wurden über 20 alliierte Bomber abgeschossen. Von der bevorstehenden Niederlage angetrieben, waren sich die Luftwaffenpiloten bewusst, dass sie die letzte Verteidigungslinie der deutschen Bevölkerung waren. Eine Bevölkerung, die jede Nacht Bombenangriffen ausgesetzt war. Am nächsten Abend versuchte die Luftwaffe ihren Sieg zu wiederholen. Sie wurden von britischen Nachtjägern und Flakfeuer empfangen. Diesmal waren es 20 deutsche Flieger, die abgeschossen wurden. Um etwa 1.45 Uhr morgens stürzte die letzte U-88 in ein Feld bei Yorkshire. Ihr wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, das letzte Flugzeug gewesen zu sein, das über England abgeschossen wurde. In der ganzen Zeit wurde die gefürchtete U-88 benutzt, um neue Waffen zu testen. Sie wurde auch zu Triebwerksentwicklungen eingesetzt. Die Triebwerkanlagen, die als Betrieb für die Jets der Luftwaffe gedacht waren, wurden als erstes unter der U-88 befestigt. Ebenso wurden die als Startunterstützung gedachten Raketen als erstes an den Junkerbombern getestet. Ohne Zweifel wurde jedes Mal, wenn ein Bomber benötigt wurde, um deutsche Entwicklungen zu verbessern, die U-88 als Versuchskaninchen eingesetzt. Eine der verrücktesten Formen der U-88 wurde in Missionen verwendet, als Flugzeuge zu Bomben umgebaut wurden. Der komplette Nasenbereich wurde entfernt und das Flugzeug mit bis zu 4 Tonnen Sprengstoff beladen. Dann wurde ein Jäger, meistens eine Focke Wulf 190, auf dem Bomber befestigt und die beiden Flugzeuge flogen, vom Piloten des Jägers gesteuert, auf das Ziel zu. Wenn das Ziel erreicht war, löste der Pilot den unbemannten Bomber. Dieser stürzte dann dem Ziel entgegen. Es war wirklich eine Verzweiflungstat von den hoffnungslosen Deutschen. Auch wenn es großen Mut der Piloten erforderte, waren diese Missionen nie von Erfolg gekrönt. Hätten sie den gehabt, das Ergebnis wäre verheerend. Die rumänische U-88, die dank ihres verwirrten Piloten bei der amerikanischen Air Force ankam, ist nur eins von 4 Flugzeugen, das von über 14.000 übrig geblieben ist. Ausgestellt im Wright-Patterson Air Force Museum in Dayton, Ohio, stand sie fast ein halbes Jahrhundert als Mahnmal. Ein eindrucksvolles Monument, einer der größten technischen Errungenschaften der Luftwaffe. Sie verkörpert die deutsche Flugphilosophie und vereinigt alles davon in sich. Einfachheit, Stabilität, Vielseitigkeit. Die 3 Sachen und noch vieles mehr machten dieses schnelle Flugzeug zum besten Hochgeschwindigkeitsbomber des Zweiten Weltkriegs. Ein Höhepunkt der deutschen Entwicklung und Forschung.